Hallihallo und ein herzliches Willkommen, meine Lieben, zu iCraft Minecraft. Und zwar bin ich nicht alleine, sondern mit dem lieben Easy hier. Hallo. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu iCraft. Ja, und heute gibt's was Besonderes für euch. Genau, heute gibt's ein kleines Art Bewerbungsvideo für euch. Und zwar suchen wir zur Verstärkung für diese Insel noch ein paar Leute, die einfach beim Bauen helfen. Also jetzt nicht sagen, okay, wie bei Tube Town, ihr kommt mit her, baut euer eigenes Zeug, sondern hier geht es wirklich hauptsächlich darum, dass ihr uns mithilft, den Park zu erweitern. Jeden Fall. So 1 bis 2 Leute auf jeden Fall, die uns ein bisschen beim Mining oder beim Farmen einfach helfen. Kohle, Eisen, alles zusammensammelt. Und auch mit uns quasi immer, wenn wir quasi auf den Server gehen, geben wir kurz Bescheid. Ob ihr Bock drauf habt, kommt ihr auch drauf mit uns zusammen baut, dass wir es absprechen kann und nicht irgendwie was random baut, was uns vielleicht nicht gefällt oder was einfach nicht passt. Und nicht, dass wir es halt am Ende wieder abbauen müssen oder so. Das ist halt auch ärgerlich dann. Genau. Das hatten wir ja schon beim Ben. Da war die Niki ganz böse und hat's abgebaut. Ja gut, es hat aber so vom Dings ja nicht so gepasst gehabt, wie ich oder wie wir es halt uns vorgestellt hatten. Denn der Nachteil ist halt, beziehungsweise worüber ich mich halt sehr extrem ärgere, ist, dass wir seit extrem langer Zeit alleine auf dem Server sind. Wären eigentlich zu fünft in dem Projekt, sind aber wirklich nur wir zwei. Und das ärgert mich halt wirklich ungeheim. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen ein kleines Bewerbungsvideo, wo wir dann wirklich auch aktive Spieler mit dabei haben. Dass wir nicht wieder so dastehen und ja, jetzt müssen wir das machen und dann gucken, ob wir irgendwie schaffen, dass wir das noch von der Zeit hinkriegen. Denn ihr kriegt das ja ab und zu mit, wir können nicht jeden Tag irgendwie, also nicht, dreimal in der Woche nicht immer einhalten, wo das Video rauskommt, weil einfach nicht so viel passiert, dass es sich rendiert, dass wir aufnehmen, sodass wir halt wirklich 10 bis 15 Minuten zusammenbekommen. Das stimmt auf jeden Fall. Herz bekommen. Das tut's. Ja. Deswegen brauchen wir mindestens 2 Leute, wäre einfach cool. Falls ihr wirklich Bock drauf habt oder Interesse an diesem Modpack und an diesem Projekt mit teilzunehmen, könnt ihr gerne euch bei uns bewerben, ist alles kein Thema. Könnt mit uns hier einfach weiterbauen, mit uns farmen gehen, auch aufnehmen, ist alles kein Thema. Könnt dann quasi auch mit uns aufnehmen, alles kein Ding. Nur eine Sache halt ist dann halt nicht einfach random bauen, wenn dann nur mit uns. Genau. Farm könnt ihr machen, ihr könnt alles andere machen, nur nicht random bauen, in dem Sinn. Geht halt hauptsächlich auch darum, dass halt nichts gebaut wird, wo man dann am Ende nicht damit gerechnet hat, beziehungsweise... Nicht abgesprochen, am besten gesagt. Genau. Ja. Geht halt wirklich bloß darum, dass wir sagen, okay, wir haben ja so unseren Plan, so Pi mal Daumen im Kopf, wie was gebaut werden soll oder wo was wann kommt. Und dann sagt ihr, okay, ihr wollt jetzt eine Bibliothek zum Beispiel hinbauen, weil ihr die Idee ganz cool findet und baut es dorthin, wo wir gesagt haben, okay, jetzt kommen die nächsten 5 Gehege hin und jetzt habt ihr dann einfach eine Bibliothek hingeklatscht. Ja. Oh, das ist vielleicht nicht so. Ja, also ihr könnt auch Ideen einbringen, das ist alles kein Ding. Ja. Weil das ist immer ganz gesehen, weil 6 Köpfe oder sind immer besser wie 2. Ja. Und deswegen auch, dass wir halt nicht wirklich nur noch zu zweit sind oder auch mehr Hilfe haben, einfach schneller vorankommen. Umso schneller können wir den Park irgendwann eröffnen und neue Leute draufziehen, um den anzuschauen lassen. Daher bewerbt euch einfach bei uns, wenn ihr Bock drauf habt auf sowas. Kein Ding, schreibt einfach Niki oder mich an. Yep. Dann können wir quasi im TS von mir alles besprechen. Was Sache ist, natürlich sollte jetzt nicht unbedingt so jung sein, dass er nicht zu uns reinpasst, weil schon ein bisschen über 20, sagen wir es mal so. Also nicht jetzt 13, 14 nicht unbedingt sein, weil das geht bei uns gar nicht, denke ich mal. Und vor allem, weil wir eh nur abends und nachts online sind, also von daher. Das wollte ich gerade sagen, wir sind hauptsächlich eben abends, beziehungsweise dann bis in die Nacht online, wie jetzt auch. Wir haben 1:32 Uhr, Beispiel jetzt.
Und da hätte ich gesagt, so Grenze von zwischen 16 bis aufwärts. Genau, keine Grenzen normalerweise. Also wenn ihr da wirklich Bock drauf habt und euch die Sachen auf euch zutreffen und wirklich Bock habt, auch mal den Dino-Modpack zu erleben, auch wenn ihr das noch nie gehabt habt, genau. Das Modpack oder sonst was, alles kein Thema, wir zeigen euch, wie es geht, was alles runterladen müsst und wie ihr auf den Server kommt, kein Thema, einfach uns anschreiben, dann seid ihr auch vielleicht bald hier in diesem Projekt dabei und wir freuen uns auf neue Helfer, dass wir endlich hier weiterkommen. Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen, wäre natürlich auch ganz cool, wenn wir dann sagen, okay, man zockt nicht nur miteinander, sondern man kann auch gucken, dass wir eben uns im TS dann treffen, damit wir alles perfekt absprechen können. Und ja, ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, um auch die Community ein bisschen besser kennenzulernen. Genau. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns zu zocken, mit uns aufzunehmen und mit uns ein Projekt weiterzubauen, was noch riesig sein wird. Ich habe gerade aus unserem Brunnen Stiefel gefischt. Auch cool. Gut, dann war's das mit dem Bewerbungsvideo. Also von daher schreibt uns einfach ganz normal in YouTube an, auf Twitter, in Facebook, je nachdem. Ich häng. Wo ihr uns habt oder wo ihr uns kennt oder sonst was. Einfach anschreiben, nachfragen. Wir geben euch Antwort. Wir treffen uns auf dem TS, bereden alles. Und dann seid ihr vielleicht bald hier auf diesem Server zu sehen. Genau, wir beenden jetzt die Folge auch, weil ich schmelze gerade dahin. Mhm. Es ist wirklich bitterlich heiß. Wie Eiscreme. Ja, gut. Ja, dann entweder bis zur nächsten Folge oder vielleicht sogar hören wir uns ja bald. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.